Hey, ich dachte, Sie wollten sich nur eben umziehen. Wer bist du? Leiden Sie an Amnesie? Das ist mein Haus! Wenn du nicht sofort gehst, rufe ich die Shikori. Verstanden? Das ist ja nicht. Der Auto ist schon wieder weg. Gibt es in der Inhaltsangabe noch irgendwelche brauchbaren Hinweise? So viele Leben und nicht eines von ihnen gefiel ihm. Also fuhr er mit dem Moped los. Mit dem Moped? Er versucht zu entkommen. Ich glaube, ich habe am Pier ein Moped gesehen. So nicht, Kollege Schnürschuh. Huch. Pissbacke. Das muss der Autor sein, auf diesem Moped. Warte! Puffbett! Ah, Sie sind der Kerl, der vor kurzem an mir vorbeigegangen ist. Sie sind also der Autor. Ich werde eine Reise zu meinem wahren Ich unternehmen. Grüß die Herausgeberin von mir. Sie haben versprochen, mit mir zu kommen. Nur meiner Muse bin ich Rechenschaft schuldig. Ich gehe erst, wenn mein Werk vollendet ist. Und ich werde sie nicht gehen lassen. Sie halten den Termin ein, ob sie wollen oder nicht. Willst du mich aufhalten? Warte, du blöder Hund, ey. Ich werde dich da runterschmeißen und kalt machen. Okay, er ist schnell, das muss man ihm lassen. Wir kommen kaum hinterher, muss man ihm lassen. Aber wir holen auf. Wir werden ihn kriegen. Lass mich doch von dem nicht abledern, ey. Ich finde es immer noch schön, dass wir so unglaublich langsam shiften. Oder schuften? Wer weiß das schon? Arschloch! Hey, Arschloch! Blödes Arschloch! Ab und zu muss ich auch mal was sammeln. Komm, es geht bis zu der Insel, pass auf! Seine wahre Natur ist der Naturbursche, den ich gleich aus dem herausprügeln werde. Warte, du Penner! Was ist mit dem Moped los? Er singt. Er steckt in Schwierigkeiten. Oh. Er greift den Autor mit einem Stasi-Feld. Wieder kreischt. Erwischt. Ich will nicht sterben, bevor mein Meisterwerk vollendet ist. Sie können ihre Augen öffnen, sie leben noch. Tatsächlich aber, ich fliege. Wie ist das möglich? Bereit für den Rückweg? Moment, ich glaube, ich hab's. Das Ende meiner Geschichte. Als der Mann kein Leben mehr hatte, geschah ein Wunder. Er wurde gerettet und bekam die Chance, über alles nachzudenken. Da erkannte er plötzlich die Wahrheit. Im Leben ging es nicht darum, was man ist, sondern wer man ist. Ja, serious. Der Mann schwor sich, ab jetzt seinem wahren Ich treu zu bleiben. Ende. Ich weiß nicht, ob das Ende zum Rest der Geschichte passt. Hört sich gut an, wenn das bedeutet, dass Sie mich jetzt zu Ihrer Herausgeberin begleiten. Yay. Wie so ein Schwein, das man gerade absticht. Woher weißt du, wie sich ein abgestochenes Schwein anhört? Boah, dieser Ladebildschirm, ne? Er begleitet uns einfach durch und durch durchs ganze Spiel. Das halbe Let's Play besteht aus Ladebildschirm. Danke. Das Manuskript? Wo ist es? Es ist alles hier in meinem Kopf. Ich muss es nur noch zu Papier bringen. Und diesem Mädchen hier habe ich das Ende des Romans zu verdanken. Sie ist das Wunder, auf das ich gewartet habe. Schön, dass ich ihr Wunder sein durfte. Sind Sie jetzt bereit, alles aufzuschreiben? Der Chef stellt Ihnen einen speziellen Raum zur Verfügung. Einen speziellen Raum? Meinen Sie etwa ein Autorengefängnis? Ein Gefängnis? Ich werde mich bessern, ganz ehrlich! Sie sind frei, sobald Sie Ihr Werk vollenden. Bitte, bitte, alles nur das nicht. Danke, du hast mir den Hals gerettet. Ich sorge dafür, dass er seine Versprechen und Termine ab jetzt einhält.
Gern geschehen. Gut, dass ich kein Auto bin. Spezieller Raum hört sich nicht gerade einladend an. Yay. Wie das steht, ey. Talisman Bestseller erhalten. Okay. Ich gehe mal lieber zu Vogo. Nein. Los! Bewegt euch! Nicht ihr! Die da! Die sind so, als wenn sie gleich fighten wollen. Tut uns allen einen Gefallen und verschwindet einfach. Die spawnt. Warum sind wir eigentlich hier oben? Nein, Steinchen! Es tut mir leid. Eigentlich nicht, aber hey. Es dient ja in unserem Fortschritt. Und damit meine ich meinem Fortschritt. Toll, dass ich hier oben bin. Oh, eine Schatzjagd! Oh, Donny, guck nicht hin, Donny, guck nicht hin. Oh, überall Steine, guck nicht hin, Donny. Nein, 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 nein. Zeig mal her. Oh. Ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Es ist unmöglich, der Versuchung auf Dauer zu widerstehen. Muss sammeln! Muss sammeln! Okay. Vor einem hohen Hochhaus. Boah, ich muss unbedingt mal mit die Stunde Zeit nehmen und hier alles einsammeln. Alter, was zum... Boah, diese Scheißsteuerung manchmal. Okay, das ist schon mal nicht das, was ich suche. Ich glaube, das ist das Gebäude, ne? Ist es das Gebäude, was wir da im Hintergrund auf dem Bild sehen? Wie kann man das nochmal... Oh, wie kann man das verkackte Bild nochmal größer machen? Also schon mal nicht. Ich will nur das blöde Bild größer machen. Wie kommt man sich das Bild nochmal groß angucken? Ja, perfekt. Oh, geil. Smog. Ich liebe ihn. Smog, Smog. Steuerungslayout. Okay. Kamera bewegen, Kamera bewegen. Geste, Karte anzeigen, Ego. Ego, Schmego. Was war ich denn? Stilwechsel. Ah. Warte mal. Warte mal. Ja, okay, da bleibe ich mal weg. Kamera kommt mit Schwierigkeitsstufe. Ja, gut, toll. Keine Ahnung, wie ich das Bild groß kriege. Das ist doch das Haus, oder? Also, das Gebäude. Oder? Ah, da unten! Ja, es ist das Gebäude. Ich war nur im falschen Blickwinkel. So, warte mal. Die nehme ich jetzt mit. Das habe ich mir verdient. Weil ich Sherlock-mäßig den Scheiß hier gefunden habe. Mal, gib mal her den ganzen Dachs hier. Hallo? Und Bingo! Meins! Dann machen wir mal ein kleines Andenkenfoto. Ja.
Warte mal. Wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich mache das von hier. Warte mal. Ich mache das, glaube ich, so. Dann stelle ich mich hier so hin. Jetzt noch lässig wirken. Komm, total lässig. Wie Rufus. Wie Rufus, Cat. Wie Rufus, total lässig wirken. Ja, genau so. Oh, ja, yeah, Mann. Senden! Okay. Ha, so läuft das, so nicht anders. Wo ist der Gulli? Jetzt müssen wir ja 1000 Jahre warten, bis wir da wieder was anklicken dürfen. Boah, leck mich am Arsch, ey. Ich geh mal lieber zu Vogo. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen mal lieber zum Gulli. Der ist nämlich viel sympathischer. Oh yeah, Mann. Was? Ein Gulli sympathischer als ich, blödes Arschloch? Ja! Du hast es erfasst. So, wir haben noch eine Nebenmission. Und dann wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Und danach machen wir die Hauptstory weiter. Dann möchte ich mit Vogo reden. Toll. Ich mag es immer noch hier unten. Die Musik ist toll. Ich mag es hier unten. Hier kann man gut sterben. Da schmeiße ich mich selbst weg. Und träume vom Himmel. Ach, toll. Herrlich. Geil, das habe ich gewollt. Da knacken mir schon die Knochen vor Freude. Na du? Hoffentlich kackt er dir auf den Kopf. Der Piepmatz. Du hast meinen kleinen Bruder also bei einem Rennen geschlagen. Ihn hast du vielleicht besiegt, aber mich und Azurblauer Blitz niemals. Du bist also der Bruder von dem anderen Jungen. Laut meinen Berechnungen hast du nicht den Hauch einer Chance. Dann lass uns mal herausfinden, ob deine Berechnungen stimmen. Zahlen sind nicht alles im Leben, das hat dein Bruder auch erst lernen müssen. Mein Vogel ist unbestechlich. Ich habe dafür gesorgt, dass er satt ist. Tatsächlich? Woher wusstest du denn, dass ich gerade jetzt gegen dich antrete? Na schön, dann wollen wir mal beweisen, dass im Leben nicht immer alles läuft wie geplant. Nein, du wirst jetzt lernen, dass Planung im Leben alles ist. Nein, ist es nicht. Es ist gut, ein paar Dinge zu planen, aber manchmal sind auch spontane Entscheidungen das Nonplusultra. Man kann nicht alles planen. Das werden wir der kleinen Kackbratze jetzt erstmal beibringen. Okay, das scheint jetzt wieder mehr nach Speed zu gehen. Das andere war ja mehr so eine geskriptete Scheiße. Obwohl der Piepmatz echt wieder schnell ist. Aber wir kriegen das hin. Schnelles Knöpfchen drücken ist angesagt. 25, wir haben 5. schon geschafft. Ja, das war jetzt ein bisschen langsam gedrückt, aber egal. Ja. Sollten wir aber hoffentlich schaffen. Vielleicht findet der Piepmatzer gleich eine Turteltaube, mit der er gerne rumturteln möchte. Okay. Piepmatz ist gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich wird er mich gleich abdrängen, so wie bei Mario Kart. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh, das ist die Brieftaube aus den Worms-Spielen. Das kann natürlich auch sein. Oh, Luftschiff. Luftboot, besser gesagt.
Ja, toll. Ah, ich kotze. Musste ja passieren. Was ist mit diesem Speedvogel los? Was ist los? Ja, auf einmal ist er so schnell. Was, ein Vogelschwarm? Okay. Da hat wohl jemand Freunde zum Spielen gefunden. Ernsthaft? Irgendwas passiert immer. Ja! Wieder gewonnen! Gewonnen! Ich hab dir ja gesagt, dass Planung allein nicht ausreicht. Azublauer Blitz, ich hätte nie gedacht, dass er sich von Wildvögeln ablenken lässt. Und beim nächsten Mal werde ich das Ganze wohl noch viel genauer planen müssen. Du hast gewonnen, fair und ehrlich. Aber meinen Bruder besiegst du nicht. Er ist eine Legende. Eine Legende hört sich interessant an. Bam! Ins Gesicht, Junge! Ins Gesicht voll abgeledert, ja? Siehst du, ins Gesicht, Mann! Guck mich an! Das sieht aus wie eine Punkerin aus Pokémon. Bam, Alter! Voll bedient, ey! Ja, Mann, hier! Bats, 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 bats! Ah, Zuberlauer Blitz. Du hast nicht denn noch eine Chance! Ich will wieder zu Vogo. Ja, muss ich jetzt leider. Bam, kleine Bratze! Ist hier nichts, was ich auf den Jungen schmeißen kann? Ins Gesicht! Ne. Ne. Verarsch mich. Das kann nicht sein. Wieso? Oder so viele? Das glaube ich nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und da. Wo? Wieso? Warum? Ich bin desillusioniert. Das ist... Hätte ich jetzt ein Facecam, dann würde man sehen, wie ich gerade verblüfft in... Gucke. Was? Warum? Alter, bitte. Was? Wo kommen die alle her? Die spawnen doch neu. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist doch nicht normal. Ich übersehe die doch nicht. Ich weiß, ich habe einen an der Waffel, aber... Und ich habe nicht gerade die gesündesten Augen, aber das ist... Das kann nicht sein. Ich zweifle an meinen Kampf. Es gibt... Noch irgendwas, was mich überraschen will? Nein? Sicher? Oh. Ich bin sprachlos. Bin ich echt sprachlos? Bin ich so sprachlos, dass ich mal in meine Talismane gucke? Talisman! Nice! Azublauer Sieg und Amaranthrot. Was? Um Gesundheit wiederherzustellen, wird automatisch die Spitzanzeige verbraucht. Oh nein, lass mal lieber. Verringert den erlittenen Schaden im normalen Stil. Energie wird schneller aufgefüllt. Ja, nehme ich lieber das hier. Was haben wir da Neues? Energie wird schneller aufgefüllt. Senkt den Energieverbrauch für den Gravitationsgeg. Der wechselt schneller auf den normalen Verbrauch weniger Energie. Energie und Spitz werden beim Sammeln eines Vital aufgefüllt. Energie und... reduziert die benötigte Spitzanzeige, um den Angriff durchstechender Wurf normalen Stil auszuführen. Erhöht die Maximaldistanz, die Objekte in einem Stasi-Feld im normalen Stil geworfen werden können. Nicht staffelbar. Ich bleib erstmal bei dem, was ich habe. Okay. Bevor wir gehen. Okay. Einmal kurz Weltkarte. Da ist nichts mehr, ne? Da! Okay, wir machen erst die Schatzjagd. Bloß nicht zu Vogo. Ich werde Vogo, solange es geht, aus dem Weg gehen, weil ich den Vogel nicht mag. Außer er würde zufällig auf einmal sein Leben opfern, um uns zu retten und würde dabei wirklich sterben. Dann würde ich ihn mögen. Für 5 Minuten. Aber nicht länger.
Mehr ist einfach nicht wert. Oh, da hinten die Schatzsäcke. Das muss ja auch da hinten sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Yeah! Einmal kurz den hier. Hätte besser laufen können, aber egal. Ich fliege und siege! Bitches! Hab ich nicht gesagt, das war mein böses Ich. Meine böse Zwillings-Schwester. Was ist denn heute los, ey? Den ganzen Tag bin ich voll müde und ich habe ewig gebraucht, mich mal endlich durchzuringen, aufzunehmen. Und jetzt drehe ich hier wieder völlig am Zeiger. Keine Ahnung warum, aber hey. Soll mich nicht stören. Hi! Zeig mal her! Jo, gib her, Mann. Okay. Ist das hier auf der Insel? Auf der Insel. Das Ding fliegt dann über uns am Kopf. Was heißt, es fliegt über unserem Kopf? Es ist einfach da. Ne. Ne. Okay, hier habe ich noch nicht aktiv alles abgeklappert, aber ne. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich, alter Sammelfuchs, lass das nicht auf mir sitzen. Ja, mit dem Scheiß, ey. Hm.